Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII. Ich konnte jetzt gestern, beziehungsweise vorgestern war das, leider nicht mehr an der Stelle weiterspielen. Ich habe jetzt hier gerade wieder schnell angesetzt, da ich noch ein bisschen was zu tun hatte. Egal, also wir sind jetzt gerade hier in Nibelheim. Sephiroth, ich wollte schon sagen Cloud. Sephiroth ist durchgedreht und hat unsere Stadt anscheinend in Feuer gelegt. Ah, du bist es. Bist du noch bei Verstand? Dann komm und hilf mir. Ja, irgendwie die Bewohner scheinen alle gestorben zu sein oder verbrannt oder geflüchtet oder was auch immer. Ich sehe in diesem Haus nach. Du nimmst das da. Naja, jedenfalls müssen wir jetzt erstmal schauen, ob es Überlebende gibt. Ah, werde ich sterben? Sephiroth. Ja, wir gucken wie gesagt mal rein. Das ging fix. Aber es gibt anscheinend keine Hoffnung mehr. Schrecklich. Sephiroth, das ist zu schrecklich. Ah, da ist er auch schon. Die alten Videosequenzen, die sahen ja so verpixelt aus. Da sieht ja die Spielegrafik schon fast besser aus. Ja, und hier sind wir wieder auf Mount Nibel. Der Mako-Reaktor, kennt ihr ja noch. Und Sephiroth hat ja vor, zu seiner Mutter zu gehen, die sich höchstwahrscheinlich hier in diesem Mako-Reaktor befindet. Cloud geht hinterher. Und ja, wir müssen jetzt Sephiroth stellen. Ich meine, er hat unser ganzes Dorf. Was ist da unten? Da ist tiefer. Er hat unser ganzes Dorf zerstört und das können wir ja nicht ungerecht lassen. Oh mein Gott. So, Moment. Ich sag nicht, was ich jetzt gerade vergessen habe. Gut. Also. Papa. Sephiroth. Sephiroth hat dir das angetan, oder? Sephiroth, Soldier, Shinra, Mako-Reaktoren, ich hasse sie alle. Nein, bleib hier, Tifa, du hast keine Chance. Ja, der Papa von Tifa ist leider gestorben, wie man hier sehen kann. Keine Reaktion, wir gehen mal hinterher. Und da ist auch schon, ach, hier sieht man auch, hier Nova. Mutter. Ich will dich besuchen. Bitte mach die Tür auf. Wie konntest du das Papa und allen Stadtbewohnern nur antun? Boah, die ist größer als Sephiroth fast. Und da hat es sie erlegt. Arme Tifa. Ja, wir müssen jetzt, wie gesagt, hinterher. Moment, erstmal gucken, ob es ihr gut geht, halbwegs. Du hast es versprochen. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich in der Klemme stecke. Ja. Erstmal zur Seite legen, es nur normal vorbeilaufen können. Ich frage mich echt, ob die das jetzt zwischendurch irgendwie aufgeräumt hatten, weil ja da oben irgendwie so ein Viech mal rauskam. Okay, die sagt dasselbe. Hier können wir auch gar nichts machen. Also, wie gesagt, hinterher, er möchte ja seine Mutter besuchen, seine Mutter Jenova. Und das sehen wir es auch schon. Beziehungsweise ist das nicht direkt Jenova, das ist mehr so eine Art Hülle, die davor gelegt ist. Die richtige Jenova, die sieht man gleich dann. Mutter, lass uns zusammen diesen Planeten zurückbringen. Ich habe eine gute Idee. Komm mit zum verheißenen Land. Sephiroth. Meine Familie, meine Heimatstadt, wie konntest du ihnen das antun? Ahahaha, ich kann nicht lachen. Sie sind zurückgekommen, Mutter.
Mit ihrer überlegenen Macht, ihrem Wissen und ihren Zauberkräften war Mutter zur Führerin in diesem Planeten, dieses Planeten bestimmt. Aber sie... Diese nutzlosen Kreaturen stehlen den Planeten von Mutter. Aber nun bin ich bei dir. Mach dir also keine Sorgen. Ja, jetzt sieht man gleich erstmal die richtige Jenova. Wie gesagt, das ist nur eine Hülle. Wofür auch immer. Aber die richtige sitzt in dieser Kapsel drinne. Schon krass, wie die da reingekriegt haben. Die muss ja mal lebendig gewesen sein. Was ist mit meiner Trauer? Meine Familie, Freunde, die Trauer darüber, dass mir meine Heimatstadt weggenommen wurde. Das ist genauso schlimm wie deine Trauer. Meine Trauer? Worüber soll ich denn traurig sein? Ich bin der Auserwählte. Ich wurde ausgewählt, diesen Planeten zu führen. Ich bin die Auserwählte, na klar. Mir wurde befohlen, deine Leute auf dem Planeten zu vernichten. Ich habe nur meine Ehre. Sephiroth, ich habe dir vertraut. Nein, du bist nicht der Sephiroth, den ich früher kannte. Na, greif schon an, komm, komm. Ja, was an dieser Stelle passiert ist, keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung mehr. Das ist irgendwie so ein bisschen aus meinem Kopf weg, auch wenn ich es damals halt schon gespielt hatte. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles? Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sephiroth? Von den Fähigkeiten her hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sephiroth tot ist. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehört Shinra. Du kannst dich also auf diese Information nicht verlassen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich forderte Sephiroth heraus und habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was ist mit Jenova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat jemand es später entfernt? Es fehlte im Shinra-Gebäude. Sephiroth? Verdammt, es ergibt alles keinen Sinn. Ich gehe, hört ihr? Ich bin weg. Das Denken überlasse ich euch. Hey, Cloud, los gehen wir. Okay. Hey, lasst uns gehen. Oh, Bruder. Wieso Bruder? Cloud. Wie schlecht ging's mir, als Sephiroth mich niederstach. Ich dachte, du lägst im Sterben. Ich war so verzweifelt. Ich, die Alten, Cetra, Jenova, Sephiroth und ich. Lasst uns gehen. Barrett wartet. Oh yes, und jetzt kommt was richtig Tolles noch. Eine faszinierende Geschichte. Und zwar können wir jetzt gleich... Moment. Aber das seht ihr gleich. Auf jeden Fall etwas sehr, sehr, sehr Praktisches, was in Final Fantasy VII unumweichlich gebraucht wird eigentlich. Oh Cloud, ich möchte dir dies geben. PHS. Genau, das ist das, was wir brauchen. Wir können somit Gruppenmitglieder austauschen, ohne... Ja, also manchmal gab es ja so Szenen, wo man dann irgendwie einen bestimmten Charakter anreden musste, damit man diesen dann vielleicht austauscht oder was auch immer. Das können wir jetzt auf der Weltkarte direkt machen. Ah, hier steht's ja auch. Menü aufrufen und PHS wählen. Es kann nur auf der Weltkarte oder einem Speicherpunkt verwendet werden. Mittels PHS stehen wir in ständigem Kontakt miteinander. Ich gehe voraus. Das heißt, wir können jederzeit eigentlich unsere Charaktere tauschen. Weiterziehen. Und Moment. PHS. Können wir jetzt hier gerade noch nicht benutzen. Das ist nicht so schlimm. Wir probieren es gleich mal draußen in der Stadt.
Wir sind jetzt hier in Calm eigentlich fertig, deswegen gehe ich direkt mal raus. Und dann zeige ich euch direkt mal, was PHS eigentlich ist. Ah, okay, die sind eh schon drinne. PHS. Und zwar, wir können jeweils immer 3 Personen mitnehmen, können uns jetzt aussuchen, wen wir noch mitnehmen. Da die beiden schon Level 14 sind, lasse ich das natürlich. Also Cloud Level 15, Ares Level 13, Barret Level 14. Das bleibt so. Gut, jetzt muss ich erstmal schauen, wo es überhaupt weiterging. Moment. Ich gehe mal den Weg gerade hier. Na, da gab es auch eine Karte hier. Ja, ich weiß leider nicht mehr wirklich, was ich jetzt hier machen musste. Ich werde die Folgenkämpfe jetzt übrigens mal rausschneiden, wenn welche kommen. Und, obwohl, das sieht hier relativ richtig aus. Ist hier was? Nein, kein. Kein Städtchen, gar nichts. Gut, also ich sehe hier gerade schon ein paar Häuser. Ich glaube, da müssen wir auch hin. Soweit ich weiß, müssen wir nämlich... Okay, also hier sind wir wieder. Wir müssen auf jeden Fall hier durch diesen Sumpf gehen und auf diese andere Seite durch dieses Tor oder was auch immer, diese Höhle gehen. Ihr seht schon dieses Viech hier drin rumschwimmen. Das Viech ist unendlich böse, fies, was auch immer zu diesem Zeitpunkt. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir sind jetzt hier gerade in diesem Sumpf drin und irgendwie ortet uns das. Es schwimmt direkt auf direkten Weg zu uns zu und möchte uns killen. Also wenn ich jetzt hier wieder reingehe, es geht direkt wieder zu uns zurück. Es ist auch viel zu schnell. Also wenn wir versuchen würden, hier ganz schnell durchzurennen, es klappt nicht. Und der Gegner ist echt so übel, der könnte uns locker umhauen. Deswegen müssen wir einen Weg finden, um da durchzukommen. Ja, und der einzige Weg, den wir nehmen können, um da heil durchzukommen, ist ein Chocobo zu nehmen. Ihr seht die Fußspuren hier schon auf dem Boden und wir können jetzt hier in dieses Haus rein. Dort können wir uns Chocobos holen. So, jetzt muss ich erstmal gucken, irgendwas musste man machen. Wag? Wag, wag, wag? Wir werden das erste Mal nehmen, weil es auch jeweils immer nur ein R drin hat. Hier sind ja 3 R's. So, mal schauen. Wag. Materia Schoko Mock erhalten. Das ist unsere erste Materia. Eigentlich hatte ich in Erinnerung, dass die Viecher irgendwie noch am Tanzen waren. Oder irre ich mich? Egal. Oh, die sehen ja richtig klasse aus. Meine Güte. Die haben sie wirklich schön gemacht hier. Sachen gibt's. Okay, ich will mal gleich den Kram ausrüsten. Am besten nimmt das Ares, weil sie ja jetzt nicht ganz so viel hat. Moment. Ach, was haben wir denn hier noch alles? Ja, sie nimmt auf jeden Fall mal Schokomock. Und hier Nebenwirkung. Das hat mir jemand gesagt. Wie war denn das? Waffe, Rüstung mit Materie-Eigenschaft. Das war, glaube ich, nur elementar bezogen, wenn ich mich nicht irre. Deswegen... Moment, was hat denn der noch für Elementarzauber? Der hat Blitz auf jeden Fall. Da werde ich nämlich mal das so machen und hier alle Bio und dann vielleicht noch... Naja, der hat dann schon genug zu tun. Hitze, Bodyguard, Analyse. Ja, der hat jetzt nicht so viel. Deswegen mache ich hier mal noch Behandlungen mit rein und Erde. So, das passt. Dann hat jeder auf jeden Fall was bekommen. Und wir müssen jetzt, ich glaube, hier rein. Ich weiß es nicht so recht. Willst du den Sumpf durchqueren? Jo. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Chocobo holst. Dann kannst du mit dem Chocobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht von Midgar Solom angegriffen zu werden. Also dieses komische schlangenartige Viech heißt Midgar Solom oder Zolom, was auch immer. Midgar Solom? Ein mehr als 10 Meter großes Schlangenwesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann, zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kauft ihr von Chocobo Bill und Chocobo Billy und Schoko Billy Chocobo Farm. Was? Kauft ihr von der Schoko Bill und Schoko Billy Chocobo Farm? Eieiei, ein Chocobo. Puh, ist das harte. Wenn du ein Chocobo kaufen möchtest, sprich bitte mit meinem Enkel. Der ist drüben im Schokobo-Stall, ganz rechts auf der Farm. Ja, oh, okay. Suchst du ein Gasthaus? Nein, kein Bedarf. Dann wäre das wohl, was auch immer, dann wäre das wohl damit.
Irgendwie sowas. Hab sie schnell weggeklickt. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt hier in dieses Häuschen rein. Und das ist auch der Enkel, oder? Ist das der? Schokobilly. Willst du ein Schokoko? Hm, her damit. Ihr habt Pech. Wie? Wir haben keine Schokobos mehr. Ich hüte die da draußen für jemand anderen. Wenn du wirklich ein Schokobo willst, solltest du einen fangen. Willst du wissen, wie man ein Schokobo fängt? Wo sind sie? Siehst du die Krallenabdrücke da draußen? Dort leben wilde Schokobos. Aber wenn du keinen Schokoboköder hast, kommen sie nicht heraus. Sie sind von Natur aus sehr vorsichtige Tiere. Schokoboköder? Erzähl weiter. Voilà, das war nur mein Internet. Willst du wissen, wie man ein Schokobo fängt? Bla bla bla. Was noch? Ärgere keinen Schokobos, wenn du sie ärgerst, verletzen sie dich. Und denk dran, sobald du von einem absteigst, flüchtet er. Willst du wissen, wie man ein Schokobo fängt? Na klar. Okay. Gehen wir zum Geschäftlichen über. Ich biete dir den Schokobo-Köder für 2000 Chill. Willst du ihn? Na klar, wir kaufen den. Ich hoffe, ich habe genug Geld. Danke. Du hast nicht genug Geld. Scheiße. Okay, wie viel habe ich denn? 1300. Kann ich was verkaufen? Hallo. Ich will was verkaufen. Was verkaufen? Bitte, bitte, bitte. Oh no, no. Naja, gut, okay. Ich werde das jetzt so machen, dass ich den Part Karte dann draußen ein wenig rumrenne und Geld verdiene, damit ich mir den Köder kaufen kann. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao.